Der Doctoral Track ist ein Förderprogramm für besonders qualifizierte Bachelor-Absolventen. Und das sollten Personen sein, die bereits sehr frühzeitig in ihrem Masterstudium zum einen schon eine relativ konkrete Idee für ein Forschungsthema haben und zum anderen auch die Chance in Erwägung ziehen oder die Möglichkeit, später zu promovieren. Bereits im Master kann man sozusagen thematisch auf die Promotion hinarbeiten, die Module so wählen und so strukturieren, dass es am Ende diese Promotionsrichtung geht und man sich da schon relativ intensiv mit dem Promotionsprojekt auseinandersetzt. Für viele ist Promovieren immer noch eine große Blackbox mit vielen Fragezeichen und die meisten nähern sich dem erst nach Abschluss des Masterstudiums. Und wir halten es für ganz wichtig, dass man sich damit schon vorher beschäftigt und möglichst viele direkte Erfahrungen schon im Masterstudium anbietet. Und die sind natürlich über den Doctoral Track sehr, sehr gut erlebbar. In Seminaren erlebe ich die Forschungsthemen, was die Personen bewegt, wie die Betreuungspersonen sich verhalten, auf welchem Niveau das Ganze überhaupt stattfindet. Und kann ich sehr viel besser für mich selber entscheiden, ist das das, was ich 4 bis 5 Jahre machen möchte. Sind das meine Leute? Ist das meine Welt? Sind das meine Themen? Ich fühle mich durch das Doctoral Track Programm sehr gut auf die Promotion vorbereitet. Durch das Programm habe ich die Chance, mich in den Modulen der Semester intensiver auf die Thematik einzustellen. Ich habe weitere Fortschritte im Bereich der Forschungsmethoden, die mir auch im Rahmen meiner Masterarbeit sehr stark weiterhelfen werden. Und erfahre eine sehr gute Betreuung, eine sehr enge Betreuung. Zum einen können die Studierenden an den Seminaren und Kursen des Promotionsstudiums teilnehmen. Dann haben wir an der Graduate School den sogenannten Nachwuchsförderfonds und den haben wir geöffnet für den Doctoral Track. Das heißt, wenn ich in diesem Programm bin, kann ich mich für eine Forschungsförderung für die Teilnahme an Konferenzen und Forschungsaufenthalten bewerben. Und der dritte Aspekt besteht darin, dass wir ein Mentoring-Programm auflegen wollen, wo Promovierende der Leuphana direkt mit den Doctoral Track-Studierenden bilateral in einen Erfahrungsaustausch gehen können. Ich würde Studierenden, die sich für das Doctoral Track-Programm interessieren, mit auf den Weg geben, dass sie sich relativ früh mit dem Thema beschäftigen, vielleicht schon früh nach möglichen Professoren suchen, gucken, wo liegen eigentlich die eigenen Stärken im Studium, welche Module interessieren einen besonders. Und zu gucken, ob man in diesem Bereich der Promotion gehen kann. Es ist auch jetzt hier eine Besonderheit, dass wir eben bei der Einnahme des Doctoral Tracks nicht aufhören als Graduate School, sondern eben ein Begleitprogramm zur Verfügung stellen. Und da geht es auch wieder um Einzelberatung in dieser Verlaufsphase. Aber wir wollen auch Workshops anbieten, zum Beispiel zum Thema, wie finanziere ich meine Promotion später? Was bedeutet das für meine Karriere- und Familienplanung? Ganz wichtiger Aspekt ist auch die Frage, wie kann es weitergehen nach der Promotion? Ich finde, dass dieses Programm relativ einmalig ist, es ein Mehraufwand ist, der nennenswert ist, aber nicht utopisch und am Ende sehr, sehr gut auf die Promotion vorbereitet, das Masterprogramm für einen selbst super strukturiert. Und wenn ich nach links und rechts gucke und ich habe den einen oder anderen Freund, der auch promoviert an anderen Universitäten, muss ich sagen, fängt nach dem Master quasi ein Schnitt an, indem man sich dann in das Thema einarbeitet und hier ist es quasi ein fließender Übergang. Und das hat mich überzeugt und ich würde es jedem weiterempfehlen.